Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3, Folge 6. Und wir wollen endlich ans Metall ran. Dafür brauchen wir die Condensation. Dafür brauchen wir ein Stone Casing. Das sind 8 Steine. Dann brauche ich einen Stone Kondensator. Und einen Fluid Dropper. Okay. Der Stone Kondensator, das sind... Oh, da brauche ich noch... Nein, das ist das Falsche. Davon brauche ich nochmal mindestens 8. Dann habe ich da mal das und mein Alchemie ist dann gleich weg. Weil soweit ich das weiß, brauche ich nämlich den dafür. Genau, Stone Alchemie Komponenten. So, und dann kann der mal durchbraten. Dann können wir gleich mal gucken, den Fluid Dropper. Was ich dafür brauche. Dafür brauche ich einfach nur 7 Steine. Hab ich noch... Ja, ich habe doch noch einen zweiten. Davon habe ich einen. Brauche ich einen oder brauche ich zwei? Ich brauche zwei. Dann habe ich zwei Fluid Dropper. Ein Stone Casing brauche ich dann auch noch. Ja, der ist aber sehr gemütlich. So, dann kriege ich dich jetzt auch noch. Brauche ich das 7? Nein, brauche ich nicht. Stone Condenser. Nächstes drum, was ich habe. Aber ich brauche das Stone Casing auch noch. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Und hier ist momentan nichts drin. Okay. So, ich kann mir aber schon mal die Quest geben, bis ich das habe. Einen explosiven Heavy Snowball. Davon Heavy nix. Wortwitz. Aha. Ja, so, Eisen. Das heißt, ich brauche jetzt ein Iron Alchemical Ore Dust und ein Crystal Shard. Okay, Crystal Shard. Ich habe da die Befürchtung, dass mir gerade alles ausgeht. Ich muss mir demnächst dann doch mal eine Monsterfarm bauen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir unsere Sachen bekommen. So, 8 Steine haben wir. Die werden mir nicht reichen. Ich brauche davon nochmal 4. Die Sticks brauche ich auch. Ich hoffe, ich habe das noch alles richtig im Kopf. Mittlerweile jongliere ich mit 3 Packs. Jawohl, habe ich. Da kann man dann irgendwann mal durcheinander kommen. So, das heißt jetzt, ich brauche das andere Buch. Stage 2. Ich brauche bitte Metal Creation. Condenser. Ich bin mir jetzt halt leider nicht sicher, ob ich den genauso aufbauen muss. Ey, langsam wird es hier ganz schön eng. Habe ich mir jetzt das nur ein? Nein, ich habe wieder welche bekommen. Ich habe schon gedacht, ich bin da ganz. Ich habe doch die gerade weggeräumt. Ja, habe ich. Ah, da hinten haben wir noch ein bisschen Platz. So, das heißt jetzt, ich stelle dich jetzt dahin und dich dahin. Ja, und dann muss da was rein. Okay,
Dann wollte ich ein bisschen Glas durchbrennen. Und dann heißt es jetzt für mich, ja, ich habe doch noch ein Überherz. Ich habe da zwei, ja, okay, aber ich kriege immer wieder welche. Zwar nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber ich bekomme welche. Aber ich brauche das Gunpowder. Vor allem, weil ich jetzt drei Stück brauche. Na, am besten jetzt den Kaktus rein. Dann drehe ich dich um gleich, Wolf. Genau, davon drei, davon zwei. Und ich brauche nochmal eine Charcoal. Und ja, der springt bei mir auch dann zu hoch, obwohl es nicht kann. Weil er es kann. Jawohl, ich habe wieder fünf Stück. So, dann haben wir Glas. Dann brauche ich jetzt. Genau, da muss ich jetzt Glas hier rein tun. Kommt noch mal einer rein. Dann habe ich schon mal mein Crystal und das Iron Alchemical Ore Dust. Das Iron Alchemical Ore Dust. Das sind nochmal zwei Blaze Powder und Rotten Flesh. Okay. Ich muss sehr viele Creeper umlegen, merke ich gerade. Die werden irgendwann nicht mehr spawnen, weil sie keinen Pick mehr haben. Er jagt uns. Wir gehen. So, wir haben 12 Stück. Und dich muss ich jetzt machen, auch im Katalyst. So, zwei von dir und. War das noch Gunpowder? Nee, Rotten Flash. Einer von dir. So, da holen wir jetzt nochmal was dazu. Einen, zwei. Ja, leider nicht. Okay, dann haben wir jetzt einen bekommen. Dann haben wir jetzt das und jetzt brauchen wir ein Iron Ingot. Now that you have a condenser set up with crystal fluid, condenser set up. Condenser set up. Hahaha. Das wird witzig. Oh Gott, ja, ich weiß wieder, was kommt. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass ich das hier so nicht sehe. Sind da Creeper dabei? Ja, zwei Stück. Bis ich jetzt alles habe, sind sie bestimmt weg. Guten Tag, die Herren. Ich bräuchte mal
bräuchte mal von Ihnen was. Auch Gunpowder. Wie Sand am Meer. So, dann heißt es jetzt, Gunpowder kann ich schon mal wegmachen. Das da kann ich wegmachen. Oh. Ich höre wieder ein lustiges Geräusch. Na, wo bist du diesmal? Hier. Gib mir mal Schneebälle. Weil die können in den kleinsten Teichen spawnen. Aber ist super. Prismarine Charts, wir haben uns ja mal gefragt, wie man dran kommt. Christmas. So, das heißt, ich brauche jetzt mehr Glas. Dann brennen wir mal gleich durch. Ich hoffe, dass das so noch funktioniert. Ich bin mir nicht gerade sicher. Ich müsste sonst bis zur nächsten Folge nachgucken. Aber probieren können wir es ja erstmal. So, aber als erstes gehe ich hin. Ich brauche eine Kiste. Die stelle ich drunter, weil das ist das, was ich auf jeden Fall noch weiß. Das habe ich mir vorhin schon fast gedacht. Weil das muss ja irgendwo, das sind ja alles Multiblock-Aufbauten. Wie gesagt, nur ohne Anleitung. Okay, das habe ich. So, dann gehe ich jetzt auf jeden Fall mit dem Kabel erstmal darauf und klicke dann mit dem Kabel hin. Dann habe ich jetzt da mein Glas. Er kommt jetzt da. Um den Block erstmal Glas herum. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon reicht. Wie es aussieht. Na, ah, nein. Nein. Aha. Genau. Jetzt muss ich aber jetzt noch mal in meinem Buch gucken. Vielleicht komme ich dann da drauf. Ja, das ist mir klar. Schön wäre es gewesen, wenn da ein Aufbau da wäre. Ja, er will das outputten, das ist mir schon klar. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall mein Bassin. Das brauche ich auf jeden Fall. Fackel brauche ich auch. Ja, ja. Kommt das Witzige. Das heißt jetzt für mich, ich bräuchte eigentlich hier eine Fackel. Genau. Und deswegen tue ich mal einen Stein drauf, weil ich eine Fackel brauche. Okay. Dann ist das schon mal richtig. Dann kommst du drauf. Ja, genau. Und ich habe ja zwei Fluid Dropper bauen müssen. So, du kommst da rein. Du auch. So, und da kommst jetzt du, kriege ich jetzt da noch einen Stein hin.
Ich hoffe, dass der jetzt, ja, der ist auch nach unten. Alles klar. So, und jetzt heißt es eigentlich für mich, ich muss jetzt hier meine Crystal Shards reinwerfen. Oder auch nicht. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Eins, zwei. Kommt schon. Na doch, er schreibt mir hin, einer in diesen Teil. Kann höchstens jetzt sein, dass ich irgendwo noch einen Fehler im Aufbau habe. Ha! Dass er auf dem Glas war, das hat ihm nicht gefallen. Er hat aber mein Graffel drin. Das ist schön. So, und wenn ich jetzt dich da reinschmeiß, dann kriege ich jetzt alle 3,x Sekunden ein Eisen raus. Sehr schön. Aber ihr habt es gesehen. Das war jetzt ein Eisen. Ha, aber ich bin froh, ich hab den Aufbau noch hingekriegt. Yay! Stolz auf mich. Das nach so vielen Jahren. Ja, ich hab mal wieder davon ein. Ich habe auch schon zwei. Okay, das heißt also, wir haben das. Und was macht der Jack mit dem einen Eisen? Er guckt erst mal, ob er es für was anderes brauchen kann. Achso, okay. Das heißt, ich habe ein Iron Casing. Ein Cauldron, das heißt, ich brauche jetzt richtig Eisen. Aber um richtig Eisen zu machen, dafür könnten wir jetzt mich mittlerweile zu gut. Jetzt hat es Sinn, die Base ein bisschen auszubauen. Und dann nehme ich mir gerne einen Stick und das Eisen. Das Eisen. Und ich muss mir auch anschauen, dass ich wirklich die Schüssel und nicht die. Genau. Ich habe die richtige. Ich bin stolz auf mich. So, und dann heißt es jetzt für mich. Was? Bling? Ja, da kam noch mal Eisen raus. Habe noch mal zwei Eisen. Schön. So, okay. Also, ich habe da ein paar Aufbauten. Aber ich habe jetzt vor allem das da. Und ich merke gerade, ich habe ja ein paar Sachen nicht da. Das ist schade. Da muss ich mal angucken, woran das liegt, dass die nicht da sind. Oder wenn einer von euch weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Der da fehlt und der da. Dent, Mosaik und Big Tile. Und Big Tile weiß ich, dass das einer ist, den ich eigentlich gerne mag. Das ist mal wieder schade. So, ich wollte mal gucken, was es denn für dunkle Blöcke gibt. Unfamiliar Item, ja, sehr schön. Ein schwarzer Plastikblock, nee, danke. Keramik. Da fällt mir noch was ein. Apropos Keramik. Den haben wir. Habe ich noch Clay? Ich habe doch noch Clay da. Genau. Ne? Den da habe ich noch nicht gebaut.
Da war da auch noch eine Quest irgendwo. Das war die hier. Glückwunsch. So, gehen wir da rein. Dann mal. Ja, das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall anfangen. Die Plattform zu erweitern. Das werde ich dann auch mal bis zum nächsten Mal durchziehen. Okay, schon wieder Bienenserum. Fastest. Was habe ich noch? Ja, Fastest. Könnt ihr stacken? Nein. Wäre zu schön, um wahr zu sein, ne? Okay, dann habe ich jetzt erstmal das hier. Ja, dann bräuchte ich natürlich jetzt Porzellan, um hier weiterzukommen. Basic Farming ist noch nicht offen. Main Games. Main Games, okay. So, was haben wir denn hier? Ein Frozen Iron Ingot. Was bist denn du Schönes? Ein Frozen Iron Ingot. Das heißt, ich schmeiß da rein, okay. Und mit 8 Stück mache ich einen Iron Freezer draus. Ah, okay. Gab's denn jetzt, wo ich das letzte Mal das gemacht habe, auch schon? Zweifels. So, ich wollte doch mal nachgucken. Ich habe doch das schöne Knife. Cutting Knife. Da kriege ich, da kriege ich jetzt aus dem Kaktus Kaktusfrucht raus. Und aus Holz kriege ich Sprucewood Planks raus, also mehr. Und mehr Sticks. Okay, also Woodplanks. Das ist also sozusagen eine Art GT-Säge. Muss ich jetzt das jetzt so machen, wie ich jetzt denke, dass ich es machen muss? Ja, muss ich. Na, Kamerad. Immer versuchen beim Plus zu treffen. Tschüss. So. Da sieht mich keiner. So. Play räumen auch rein. Kohle räumen auch rein. Ja, dass ich jetzt gerade die vier. Ja, wobei. Wo macht es einen eigentlich Sinn? Die Umrandung, halt, Moment. Gibt es eigentlich Basalt? Basalt gibt es. Wie komme ich an Basalt ran? Im Igneous Extruder. Das wird noch ein bisschen dauern. Was ist mit, Moment, Gravel? Concrete Powder, Gravel und Sand, das würde funktionieren. Das heißt, ich könnte den Weg auf jeden Fall aus dem Zeug machen, dann würde ich schon mal schneller von A nach B laufen. Aber ob das momentan Sinn macht, ne, den ganzen Gravel,
Ja, okay, Gravel ist jetzt nicht das wenigste Problem. Die Fahrbahn ist auch kein Problem. Ist da was? Dann machen wir jetzt eine Sorte machen wir jetzt. Wenn er schon spinnt, dann richtig. Das heißt, ich habe jetzt davon 63. Das heißt, ihr kommt dahin. Dann will ich auf jeden Fall Gravel aufheben. Dann brauche ich auch noch Sand. Okay. Reicht mir das da als Ink oder brauche ich hier auch Farbe? Nein, das reicht mir auch so. So, dann habe ich schon mal 32 Stück. So, dann heißt es für mich, der Freezer muss weg. Ich habe hier meine Plattform. Kommst du jetzt erstmal weg, weil ich brauche jetzt mal schnell meinen Eimer. Kommst du da rein? So, dann habe ich jetzt schon mal sozusagen hier jetzt meinen Bereich. Und dann habe ich hier jetzt meine Kreuzung. Das habe ich ja gesagt, das ist mein Hauptpunkt. Davon gehe ich aus. Das heißt, wir machen jetzt die Plattform. Ja, und ich weiß jetzt auch, welchen Stein das ich nehme. Erstmal. Als Umrandung ist auch klar. Nur zeigen, ich weiß mir nicht die ganze Zeit welchen brennen, weil das wäre irre. Da muss ich ja, wobei Charcoal könnte ich eigentlich die ganze Zeit herstellen. Ich könnte mir noch einen zweiten Ofen bauen. Weil Holz habe ich eigentlich genügend. Ha, machen wir doch. Nicht labern, machen. Darf hier nicht hüpfen. Habe ich jetzt noch einen Ofen, dann kommt der hier rein. Dann Holz habe ich auch genügend. Kommt du auch da rein? So, das ist Kohle. So, und dann machen wir jetzt, ach so, genau andersrum. 8 Stück da rein und dann brennt der, fängt der an und dann haut der mir mal ein bisschen Charcoal durch. Das heißt, ich könnte mir das sogar leisten. Will mir jetzt aber erstmal den da anschauen. Da fehlt mir auch eine, auch der Big Teil. Ich weiß nicht, was da kaputt gegangen ist bei der 1.12.2. Das ist auf jeden Fall mein Panel. Das ist auf jeden Fall einer, der wo interessant ist. Und ich hätte gesagt, ne, machen wir jetzt so. Klar. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier Stone Bricks. Renne ich doch nochmal zwei durch, dass der auch kann. Dann habe ich hier meine Umrahmung. Dann habe ich hier schon mal das, was ich gerne hätte. Und dann machen wir erstmal hier ein bisschen Fackeln hin. So, okay. Das heißt jetzt, ich habe jetzt Zeit, meine Plattform 3 zu machen. Also das heißt, ich werde jetzt auch runtergehen. Die Plattform sozusagen hier noch einen dritten reinmachen. Das machen wir auch gleich. Wow. So ein Schwein! Wenn ich nach oben komme, gibt's Prügel. Von wo aus hast du mich beschossen?
Tja, ich glaube, ich häng. Nee, ich bin gefallen. Wo spinnst du auch? Da denkt man nichts Böses. Was ist der erschossen? So. Gott sei Dank war ich voll gegessen. Sonst wäre es mein erster Tod gewesen. Und wenn ich was hasse, ist es mein erster Tod. Weil so kann man ja noch versuchen, ne? Nicht zu sterben. Am ersten Tod ist alles scheißegal. Meine Devise. So, wir haben noch ein bisschen Brass. So, das heißt, ich habe jetzt hier das Teil. Das heißt, wir werden jetzt die Plattform sozusagen peu à peu nach unten versteifen, nach oben ausbauen. Genau, und der liebe Drax sagt ja, er hat schon einen Block gefunden. Ja, genau, wir nehmen nämlich diese, genau, die Tiles. Das sind meine Blöcke für oben. Gibt es auch noch Blöcke für unten? Da hätte ich gesagt, dann nehme ich mir dann meine Small Tiles. Ja, dann habe ich das natürlich jetzt total super gemacht, ne? Dass ich jetzt da die... Ja, ich sneake. Ich muss gerade aufpassen, nicht, dass ich jetzt gleich mal aus lauter Freude die ganze Plattform abreiß. Kennt man ja. Dass ich jetzt Steine verliere, juckt mich nicht mehr. Ja, der Kabelgenerator, habt ihr gesehen, also da komme ich ja in Rekordgeschwindigkeit an neue Steine ran. So, okay, dann haben wir das auch. So, sehr schön. Das heißt, wir bauen die Plattform dreifach. Das tue ich jetzt, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Und dann können wir mal noch gewaltiger loslegen. Und ich hoffe, und dann vor allem, wenn wir eine Monsterfarm brauchen. Weil wir brauchen Gunpowder. Und das kriege ich halt leider nicht, wenn ich nur nachts auf diese kleine Plattform gehe. Außer ich mache die größer. Das werden wir mal sehen beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.